Frau Wagenknecht, glauben Sie eigentlich auch, ich bin Teil der Lügenpresse? Naja, also ich meine, dass es solche Übergriffe gibt und dass das schauerlich ist und grässlich. Das ist Gewalt. Das ist sexualisierte Gewalt. Das ist aber nicht das ist doch Teil des Krieges. Das ist furchtbar für und das ist doch nicht nur in diesem vergessen. Krieg so. Kriege sind immer wir reden mit Kriegsverbrechen über Krieg. Verbunden. Wir reden über und Frauen in der Ukraine, Frau Wagenknecht. Die UN-Menschenrechtskommissarin hat immer wieder darauf hingewiesen, auch in diesem Krieg. Kriegsverbrechen werden von beiden Seiten begangen. Und wenn man sie beenden Frau Wagenknecht, will, da muss ich wenn man einmal sie beenden will, nein, dann muss aber man sie an dieser nicht Stelle beenden. Frau Wagenknecht, Herr Münkler, Frau Katrin Göring-Eckardt, Frau Wagenknecht, sorry, das kann ich in dieser Sendung so nicht stehen lassen. Ja, ich zeige Ihnen mal, was die UN sagt. Belege für Vergewaltigungen durch ukrainische Soldaten liegen der UN demnach nicht vor. Beim Thema Vergewaltigungen geht es ohne Ausnahme immer um russische Soldaten. Also das stimmt so nicht. Die UN hat eindeutig gesagt, dass Kriegsverbrechen, und das ist in jedem Krieg die so, von beiden Seiten begangen sein, werden. Jetzt ging es, Frau Wagenknecht, jetzt ging es um Vergewaltigung. Frau Wagenknecht, welche Seite mehr Kriegsverbrechen das ist meine Verantwortung begeht, als Moderator die dieser Sendung. Frage keine ist falsch, doch, wie Frau beendet man Kriegsverbrechen, indem man einen Krieg beendet? Jetzt haben wir ein Problem, weil es meine Verantwortung als Moderator dieser Sendung, hier keine Falschmeldung stehen zu lassen. Ich habe Ihnen das gezeigt, das stimmt, und das, da ging es um Vergewaltigung. Kriegsverbrechen generell gesprochen. Ja, davor haben Sie über Vergewaltigung gesprochen, deswegen habe ich Ihnen gezeigt, wie es wirklich ist und was die UN wirklich sagt.